Hunt on Demand. Free Episode. Highlands haben zweifelsohne ihren ganz besonderen Reiz. Raue Natur, hartes Wetter, steile Berge. Wer hier in Schottland auf Rothirsch jagt, dem geht es nicht um die Trophäe. Er kommt, weil bei den Schotten noch die Herausforderung der Jagd im Vordergrund steht. Die Trophäe dient hier nur als Erinnerung an unvergessliche Jagdtage. Genau aus diesem Grund hatten Sabrina und ihr Vater sich entschieden, gemeinsam nach Schottland zu fahren, um hier Sabrinas ersten Rothirsch zu erlegen. Doch oft kommt es anders als geplant. Sabrina musste schlussendlich alleine anreisen und verbrachte spontan ein paar Wochen in Schottland, um mir beim Filmen zu helfen. Eines Morgens nach einem guten, typischen schottischen Frühstück im Jagdhaus Ardselma von Valerie und Graham Christie sollte es heute hinausgehen auf Sabrinas ersten Hirsch. Du brauchst überhaupt kein Brot mehr, also ein Vollteller. Die beiden aus der Mappe schon. Aus der Mappe schon oben von der Balkon. Ja. Da musst du was früher da sein, oder wie? Valerie bereitet, wie immer, gewissenhaft die Namensschilder für jeden Jagdgast vor. Diese wasserfesten Nametags bekommt man vor der Jagd und sollte sie immer dabei haben. Sehr wichtig. Wenn dann ein Hirsch erlegt wird, bringt der Stalker, so heißen die schottischen Berufsjäger, das Namensschild sofort am Geweih des erlegten Hirsches an. Warum ist dies so wichtig? Nun, in einer Saison erlegt Graham Christie mit seinen Jagdgästen ungefähr 500 Rothirsche. Wenn also nicht jedes Geweih im Nachhinein den Schützen ganz genau zugeordnet werden kann, ist das Chaos perfekt. Da in der Regel mit einer Leihwaffe geschossen wird, erfolgt zunächst eine genaue Einweisung. Sabrina darf die Waffe zweimal trocken abschlagen, um ein Gefühl für den Abzug zu bekommen. Right. He's quite happy. You can see through this, okay? Yeah. And the safety is on. So when you're ready to fire, just push the safety forward and just squeeze it right. Für Sabrina ist es nicht nur die erste Hirschjagd. Auch das Schießen mit einem Schalldämpfer ist vollkommen neu für sie. Der erste Schuss sitzt ein wenig links, also wird weitergeschossen. Der zweite Schuss befindet sich schon etwas näher am Ziel. Das Schießen mit dem Schalldämpfer empfindet sie jedenfalls als sehr angenehm. Also wenn er jetzt drin ist, muss ich halt nur ein bisschen rüber. Ja.
did, I'm at the point right here. So. Well, it should be spotted. For us, it's spot on. It's, okay. Yeah. But that's good. If you kill us, that's no problem. Nun sitzt auch der Schuss genau dort, wo er hingehört. Vor allem aber weiß Sabrina, wie die Waffe schießt und wo sie anhalten muss. Die Jagd kann beginnen. Arthie MacDonald vom Lubcroy Estate ist heute Sabrinas Stalker. Brian Green unterstützt ihn und sorgt dafür, dass unser Argo-Cat rechtzeitig zur Bergung da ist. Die meisten Estates sind vom klassischen Highland Pony auf die effektiveren Argos umgestiegen, die neben der einfacheren Haltung für den Jagdgast vor allem den Vorteil haben, dass man nach der Erlegung eines Hirsches auf dem Argo mit zurückfahren kann. Auf den Highland Ponys war das nie möglich, da diese nicht zum Reiten, sondern nur für den Transport der Hirsche benutzt werden. Man spart sich also einige Kilometer Rückweg. Wir haben den 9. Oktober. Es ist kalt und windig, aber es ist trocken. Arthie und Brian haben oben ein paar Hirsche ausmachen können. Während sich Brian auf den Weg macht, das Argo zu holen, pirscht Arthie mit Sabrina den Hang hinunter auf die Hirsche zu. Hierbei muss man immer aufpassen, die Hirsche zuerst zu sehen, denn ansonsten ist die Bühne schnell leer. Da sitzt schon ein Hirsch. Jetzt anmelden und 20% sparen mit dem Code HOODFREE23. Jetzt ansehen auf Hand on Demand. Arthie hat blitzschnell reagiert und glast nun die Umgebung nach den anderen Hirschen ab.
Er muss sich jetzt einen Plan zurechtlegen, wie er Sabrina so nah wie möglich an den Hirsch heranbringt, ohne dabei anderes Rotwild hochzumachen. Gesagt, getan. Die anderen Hirsche stehen irgendwo im Graben unter uns. Wir lassen Rucksack und nicht benötigte Ferngläser zurück und machen uns fertig, den Hirsch anzugehen. Jetzt kommt das, was die schottischen Stalker so lieben. Einen Hirsch nicht in der tiefsten Gangart anzupirschen, wäre für sie ein kunstloser Stalk, eine unbefriedigende Jagd. Perfect Royal.
tea coming in and out. So just have a look through the scope, just watch it. Okay? Sometimes they don't react to that. I'm gonna give a whistle, two whistles, and just watch. You ready? He's a mature start. Normally, we don't shoot mature starts. These 12 points are royal. But since it is your first start, let's just, if we get a chance, shoot him. Is that okay? Und so liegen wir noch eine gute Stunde im eisigen Wind, ohne dass der Hirsch hoch wird. So langsam werden die Finger klamm. Good for you. Und jetzt bricht alles aus Sabrina heraus. Ihr Vater, der bei ihrem ersten Hirsch nicht dabei sein konnte. Die Anspannung, eine Stunde im eiskalten Wind im Anschlag vor ihrem Hirsch zu liegen und auf den richtigen Moment zu warten. Der erste Rothirsch, noch dazu in Schottland. Ich kann es nachvollziehen. Es ist nun mal etwas anderes, mit einer Waffe auf den richtigen Moment zu warten, als mit der Kamera. Aber kalt war uns beiden gleichermaßen. Perfect shot. Perfect shot. Yes. The camera's still going. Ah, oh dear, that's good. Huh? Are you sure? Right. Well, you stay here and I'll go and get the rucksack, okay? Okay, Brian, you can come and get us. You know where we are, okay? Okay, I'll be down in a few minutes. Da
Das Argo ist gerade in den unwegsamen Highlands ein mehr als angenehmer Helfer, zumal man sich, wie bereits erwähnt, den Rückweg erspart. This off with a velvet. Okay, it's all yours. Right. Okay. Für zwei starke Männer ist das Aufladen eines schottischen Hirsches kein Problem. Das Körpergewicht liegt bei ca. 80 Kilo, die Geweihgewichte bei 3,5 bis 4,5 Kilo. Aber nach Schottland fährt man nicht der starken Trophäen wegen, nach Schottland fährt man zum Jagen. Nicht mehr und nicht weniger. Job done. Alle sind absolut zufrieden. Sabrina hat ihren ersten Hirsch erlegt. Ein fantastisches Erlebnis in den Highlands. Einen Hirsch, den sie sich erarbeiten musste. Arthi und Brian haben ihren Job gut gemacht und Arthi muss nun den Kopf dafür hinhalten, dass er Sabrina einen Royal freigegeben hat. Aber das war es ihm wohl mehr als wert. Und Sabrina, mit der er liebend gerne noch tagelang durch die Highlands gekrochen wäre, Sabrina sieht vor ihrem geistigen Auge die Jagd auf ihren ersten Rothirsch immer wieder ablaufen. Da bleibt uns nur ein kräftiges Weidmannsheil.